Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum Halbfinale der Hallenmeisterschaft 2020. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, Timelinks und so weiter in der Videobeschreibung. Kapitelmarken sind logischerweise auch angebracht. Diesmal ein bisschen ausführlicher, ist ja auch das Halbfinale, da geht's um was. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten und los geht's mit Halbfinale Nummer 1, Hoffenheim gegen Bochum. Und da wären wir beim Halbfinale Nummer 1. Es lautet TSG 1899 Hoffenheim in Magenta Grau. Magenta Grau, naja, wie auch immer. Und der VfL Bochum in Hellblau. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Magenta Rosa möchten es ja die Farbspezialisten nennen. Und Hoffenheim, es war eine sehr starke Anfangsphase und ein ziemlich bitteres Eigentor von Maxim Leitsch. Aber wie gesagt, es gibt keine Eigentore in der Halle, deswegen der Treffer für Samaseko, eine Wiederholung, war uns aber auch hier mal wieder nicht vergönnt. Und Hoffenheim, sie wollten gegen den VfL Bochum richtig gut aufdrehen, das ist eine Chance, die dann aber ins Gegenteil umspringt, zu einer verteidigenden Aktion, Sylvain Jean-Voulard mit der Hacke zu Leitsch, Leitsch, Tesche im Zusammenspiel, wo ist denn der Abschluss? Da ist er doch, nein, da ist er nicht wirklich, Tesche wird gestört, Philipp Pentke schmeißt sich auf den Ball. War aber durchaus unterhaltsam hier, dieses Spiel, Bebou mit einem kleinen Trick zu Kramaric, der dribbelt und schließt ab, aber scheitert dann an Manuel Riemann, der eine richtig gute Parade daraus haut. Gerade mal etwas über eine Minute gespielt, jetzt wieder Hoffenheim und André Kramaric legt quer zu Bebou, das muss es eigentlich sein. Parade Riemann, sehr wichtig in dieser Szene, noch nicht ganz vorbei. Dann Maxim Leitsch springt den Ball nach vorne, Pantovic mit dem Fallrückzieher, aber in die Arme von Pentke. Bisschen zu wenig Wucht. Knapp unter einer Minute noch zu spielen im ersten Durchgang. Jetzt wieder Maxim Leitsch, der mit dem Nicht-Eigentor. Es gibt keine Eigentore. Was für ein wuchtiger Schuss. Aber er findet nur das Aluminium für Hoffenheim, also die Möglichkeit für den Gegenangriff. Die haben aber nicht wirklich die Eile, spielen deswegen ein bisschen hinten rum, machen sich den Weg frei. Und da ist dann Samaseko, der diesmal den Treffer wirklich zu 100% erzielt. 2:0 für die TSG. Ganz schön heftiger Schuss, läuft dann noch in Sylvain Jean-Voulard danach rein, weiß nicht, ob das zur Provokation oder was auch immer sein sollte, auf jeden Fall ziemlich frech, aber mit diesem Treffer kann man sich das vielleicht sogar erlauben. Fast Halbzeit, Bochum wollte nochmal anschließen, aber stattdessen nochmal die TSG, Kalaschar weg, aber das dauert zu lange, der Abschluss lässt zu lange auf sich warten, deshalb ging es mit dem 2:0 erstmal in die Pause. Da war für den VfL Bochum noch viel Nachholbedarf im zweiten Abschnitt. 3 Minuten hatten sie nochmal Zeit und der VfL Bochum gelobte eigentlich auch Besserung. Für Hoffenheim eben die Möglichkeit dann mit Kontern schnell auszufahren, wenn man das in der Halle so nennen möchte. Und es ist wieder Samaseko, der hier wirklich den Tag der Tage erlebte. Da kann man sich dann nochmal zu so einer Jubelaktion hinreißen lassen. 3:0, immerhin diesmal nicht in Sylvain Jean-Voulard reingelaufen zum Jubeln. Das kann man ihm zugute halten. 2 Minuten noch zu spielen für 3 Tore für den VfL Bochum. Ist das eine relativ schwierige Angelegenheit, vor allem wenn Pentke in so guter Verfassung ist, sich hier wieder auf den Ball schmeißen kann. Minute 40 noch. Es wurde also knapper. Pantovic und diesmal, nein, Pentke, Kopfball, Tesche, aber jetzt Pantovic zumindest mal mit dem 3:1 und 2 Tore aufzuholen in dieser Zeit ist nicht unbedingt ein Ding der Unmöglichkeit, auch wenn hier wieder 3 Abschlüsse gebraucht werden, um ein Tor zu erzielen. Das ist einfach eine Quote, die man sich gegen Hoffenheim nicht erlauben kann, vor allem wenn die TSG Hoffenheim so extrem effektiv ist. Deswegen hier wieder eine Möglichkeit für den VfL Bochum, mal wieder nicht der Treffer, wieder eine Chance. Jean-Voulard, 2 von 3 sitzen nicht und das war hier mal wieder der Fall. Dann der Ballgewinn für Hoffenheim, Riemann, nein, der Ball will nicht rein, auch nicht mehr für Hoffenheim, es blieb dann beim 3:1, Bochum hat sich richtig gut geschlagen, am Ende war es etwas zu wenig in der Kaltschnäuzigkeit, Hoffenheim zieht ins Finale ein. So, dann haben wir Finalteilnehmer Nummer 1, das ist Hoffenheim und jetzt wird es am Ende Heidenheim oder Borussia Mönchengladbach als Gegner sein. Heidenheim stößt das Ganze hier an. Wir sind mal vom Punkt an mit dabei und gucken dann, was hier draus passiert. Schimmer, was für eine Angriffssituation. Busch ans Aluminium. Und die Szene läuft noch. Gerade mal 10 Sekunden gespielt. Bin er stark zu Embolo. 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Eine turbulente Anfangsphase. Da waren gerade mal 13 Sekunden gespielt. Wuchtig. Und so kann sich das mal sehen lassen. Guter Anfang für Gladbach. Und Embolo mit dem Ballgewinn zieht ein in die gegnerische Gefahrenzone. Starke Parade von Kevin Müller, das haben wir schon öfters gesehen in diesem Turnier. Und wieder kann er
parieren. Gladbach legt hier weiterhin eine super Performance hin. Paulsen, schöner Trick zu Benesch, das muss es sein. Müller schmeißt sich aber nochmal auf den Ball. Weiterhin nur 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Es wäre locker schon mehr drin gewesen, aber Heidenheim eben auch zumindest mit einem Aluminiumtreffer. Jetzt mal Kühlwetter, scheitert aber an Benesch und an der Bande. Schlägt wieder in die Gegenrichtung um Paulsen. Wendt, nein, der rechte ist nicht sein starker Fuß, hat aber im Viertelfinale gegen Bayern ein paar Mal getroffen. Hier scheitert er zweimal, relativ knapp. Halbe Minute noch zu spielen, dann ist erstmal Seitenwechsel, aber Heidenheim wollte hier zumindest nochmal mit einem guten Gefühl rausgehen. Schimmer, Nachschuss, Kühlwetter und da ist es. 1:1. Da hat Borussia Mönchengladbach den Ball einfach diesmal nicht rausgekriegt, das war erst gut von Sommer, der Nachschuss ist dann aber optimal, da bekommt man selber richtig Lust in der Halle zu zocken. 15 Sekunden noch im ersten Durchgang, nochmal Borussia Mönchengladbach. Laszlo Benes lässt sich da auf so einen Lupfer ein, Embolo, 6 Sekunden vor Toreschluss mit dem 2:1, die erneute Führung, also da läuft er nochmal durch das halbe Feld und jubelt dann auf der Mittellinie, auch das kann man machen oder man kann es halt auch lassen. Auf jeden Fall ein schöner Treffer von Benes vorbereitet, dann schön vollstreckt von Embolo. Pause 2:1 für Gladbach, ging schon so durchaus in Ordnung, aber das ist in der Halle logischerweise überhaupt kein Ruhepolster. Wie oft wurden hier Spiele schon gedreht? Ich weiß es nicht. Die Frage ist ernst gemeint. Busch mit der Möglichkeit. Paulsen dann in die Gegenrichtung. Es war auch hier wieder ein ziemlich turbulenter Anfang. Gerade mal 20 Sekunden gespielt. Schimmer läuft auf Sommer zu. Schimmer macht es. Ja, er macht es. Ausgleich 2:2. Etwas mehr als 20 Sekunden eben gerade mal gespielt. Eine tolle Partie hier, die bislang noch keinen klaren Sieger rausgefunden hat für uns für das Finale gegen Hoffenheim. Und wer muss ins Spiel um Platz 3 gegen den VfL Bochum an? Und Busch sorgt erstmal dafür, dass es erstmal so aussieht, als würde Heidenheim Hoffenheim folgen. Das ist erstmal eine Ansage. Der Manon Busch hat auch gegen Werder Bremen in der Gruppenphase ein wichtiges Tor erzielt. So Bremen aus dem Wettbewerb gekickt. Halbe Minute noch und Heidenheim wollte alles klar machen mit Manon Busch nochmal. Sommer, was für eine Parade nochmal. Sommer dazwischen. Boah, und Kühlwetter kommt nicht ran. Und jetzt Borussia Mönchengladbach. Laszlo Benes schlägt zurück. Wir haben ja Zeit, ist ja alles locker. Ein Tor in 18 Sekunden. Oskar Wendt. Und dann macht er es vor allem doch mit rechts. Ziemlich erstaunlich. Es ist einfach ein traumhaftes Tor zum Ausgleich. Und die Hoffnung für Gladbach also doch wieder zurückgekehrt. Es ging also in die Verlängerung. 3:3. Ein wirklich turbulentes Spiel. Das hatte es komplett in sich. Erster Durchgang der Verlängerung. Also Geipel zu Busch. Boah, der hatte hier Möglichkeiten, das Ding eigentlich selbstständig zu entscheiden, aber er konnte den Ball nicht über die Linie bringen und jetzt Gladbach nochmal. Diese Langbälle haben gut geklappt normalerweise. Benesch und Müller dann ganz knapp vor der Torlinie. Weiterhin 3:3. Wir springen in den zweiten Durchgang. Konnte jetzt Borussia Mönchengladbach hier den Treffer machen mit Laszlo. Benesch, nein, aber Paulsen staubt ab. 18 Sekunden vor dem Ende, das 4:3 für Borussia Mönchengladbach, eine wahnsinnige Partie. Und Heidenheim brauchte einen Treffer, mit Manon Busch vielleicht, wo ist der Abschluss? Das dauert zu lange, er will es zu schön machen, dann hat Oskar Wendt den Ball und das war's. Heidenheim verliert mit 3:4 gegen Gladbach, das heißt die Fohlenelf zieht ins Finale ein und Heidenheim spielt gegen Bochum um Platz 3. Jo, das soll es dann mit dem Halbfinale gewesen sein. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten, ja, morgen gibt es noch das Finale und dann geht es den Tag danach schon mit der Bundesliga weiter. Alter, gibt's ja gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall so. Vielen Dank nochmal auf jeden Fall. Dank nochmal auf jeden Fall. Bleibt gesund, haut rein und adios.